Hallo Leute, Desoriro hier. Willkommen zur nächsten Folge. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zuschaust. Ja, hier ist der Planet. Von Nacht sieht er gar nicht so schlecht aus. Da sieht das Wasser sogar einigermaßen, naja gut, blau jetzt auch nicht wirklich, aber nicht so komisch aus. Tagsüber geht das echt gar nicht. Leider. Und deswegen werde ich auf diesem Planeten keine Basis bauen. Rotes Wasser geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Das sieht kurz so komisch aus. Ich war auch tatsächlich mal unter Wasser kurz gucken. Also es sieht wirklich rot aus. Ja. Von daher hilft alles nichts. Ich habe auch so einen Sturm erlebt auf dem Planeten. Da wurde 110 Grad oder so heiß. Von daher, das wäre noch okay. Das kann man noch ein bisschen aushalten. Aber das mit dem Wasser, das geht. So. Aber ich habe ja letzte Mal dieses komische Schiff gefunden und diese Rebellenkarte oder so gefunden. Und da werden wir jetzt mal hinfliegen. Jedenfalls schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zuschaust. Ich mache schon mal die Galaxiekarte auf. Ich habe gerade mal geguckt. Das ist nämlich tatsächlich nur hier ein Warp. Ja. Da werden wir schauen. Werden wir gucken. Und ja. Wie immer, wenn es dir gefällt, freue ich mich über ein Like. Gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben, wenn du Tipps hast, Hinweise, Fragen. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen wählerisch mit dem Planeten, aber wir werden schon irgendwas finden, was mir zusagt. Hoffe ich. Ansonsten zieht sich das hier noch. Ich bin ja auch ein bisschen im Off unterwegs. Ich zeige euch nicht jeden Sprung und nicht jeden Planeten. Und ja, wenn du mich unterstützen willst, den Kanal unterstützen willst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Das hilft mir, dass der Kanal wächst. So, da ist die Signal. Wir können ja aber mal gucken, was wir hier so an Planeten haben. Grünender Planet. Ist das gut oder schlecht? Unbekannter Planet. Typ 4. Gamma-intensiver Planet. Na gut. Warte mal, da ist das. Das ist das auch ein Planet. Ja, oder? Mond. Scharfer Mond. Mein scharfer Mond sein soll. So, dann gibt es hier noch einen Planeten. Der sieht jetzt nicht so ganz einladend aus. Planet mit geringer Atmosphäre. Und dann ist das noch ein unbekannter Planet. Schon wieder cool aussieht, diese Aurora. Da die sieht cool aus. Feuriger Planet. Okay. Sieht auch interessant. Hier. Ups. Schönes rauskriegen. Lithium-Hypercluster. Lithium. Silber. So ein Ding hier zerstören. Was ist denn da? Platin. Okay. Eigentlich gar nicht schlecht. So, aber das ist die Station, würde ich mal sagen. Die Space Station. Achso, ich bin schon zu nah. Wir gehen einmal kurz auf die Station. Aus dem simplen und einfachen... Wir haben fast daneben gecrashed. Aus dem simplen und einfachen Grund, beim Aussteigen hier speichert er nämlich einmal. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, hier ein Safe zu haben, denke ich mal, falls es da irgendwie schief geht. Und ich hole mir noch die eine Anzug-Upgrade. Gucken, was das jetzt kostet. Das letzte war 80.000. Das ist jetzt 100.000. Oh, ja, 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 ja. Und dann gucken wir mal noch beim Multi-Werkzeug. Noch kein richtig schönes gefunden. Klasse B. Klasse B habe ich auch. Von daher. Ja. Schade eigentlich. Okay, mit den Leuten reden mache ich jetzt nicht. Das mache ich vielleicht im Off noch.
riesen Vieh hier. Die sehen irgendwie gleich aus. Na gut. So, dann machen wir uns aber jetzt mal auf zu diesem Schiff. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Wir werden es gucken. Hatte schon ein paar Situationen, wo ich jetzt gegen Piraten kämpfen musste. Das war noch nie wirklich ernsthaft schwierig. Und den grünen Planet, genau, den könnte ich mir auch noch angucken. Ja, mein. Oh, okay. Raumstation in der Nähe. Impulsantrieb, los geht's. Fliegen wir mal hin. Schauen wir uns mal an. Ungefährer Standort, naja, wer weiß, was das bedeutet. Ist ja da ein richtig cooles Schiff oder so. In dem ungefähren Standort. Im Planeten. Ich weiß nicht, ob man sich auf dem Planeten aufhalten will. Sieht auch so aus, als ob es hier tatsächlich gerade einen heftigen Sturm gibt oder so. Genau gar nichts. Boah, Leute, ich fliege mal lieber ganz langsam. Ein bisschen Bammel. Ja, Sturm, genau. Finde ich aber ganz oft, dass ich komme auf den Planeten und in dem Moment ist Sturm. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Sturm ist. Da ist der Sturm weg. Okay. Ey, du siehst dann echt nichts und nachher knallst du irgendwo gegen, volle Pulle. Okay, der Planet sieht ja... Ah ne, es gibt doch noch ein bisschen was. Erst hier gibt es gar nichts drauf. Der dann komplett trostlos. So, lande, um mit der Suche zu beginnen. Okay, machen wir mal. Jupp. Weltwarnung. Die Strahlung ist nicht so gut. Definitiv nicht. Rare Strahlungsausbrüche. Wächter erwarten Gehorsam. Na denn. So. Warte, ich will erstmal einmal gucken hier. So. Gen. Das ist ja gerade nicht. Jetzt. 11 Kreaturen, okay. Ja. Gucken wir mal kurz. Durchschnittlich, vielleicht erwarten Gehorsam, okay. Das hier. Riedstaub, okay. Noch ein Vieh. Mehrere da hinten. Verschiedene. Für ein wandelnder Teddybär. Hallo? Okay, gut, wir scannen mal kurz. Ziel erfasst. Geschätzte Entfernung. In die Richtung. Weiß nur nicht, ob ich hier laufen will oder nicht eher mit dem Schiff fliegen will. Im Zweifelsfall, wenn jetzt tatsächlich irgendwie Strahlung kommt, müssen wir uns halt einbuddeln irgendwie. Und dann das Raumschiff rufen, wenn vorbei ist. Schon grob diese Richtung. Willst du mir mal mit? Sieht echt irgendwie aus wie wandelnde Teddybärs. Okay.
von den Walmten. Lass mal lieber die Finger weg. Weiter geht's. Auf jeden Fall mal mein Lebenserhaltungssystem mal wieder aufladen. Macht auf jeden Fall Sinn. Aber ganz schön nah. Ja, solche Viecher, die sind sich nicht ganz komisch hoch. So früh losgelassen. Egal, wir laufen mal noch ein bisschen. Da! Ein Schiff. Okay. Mal gespannt, was das ist. Ja, ist hier. Hier liegt eine Maschine. Kann nichts von wegmachen. Mir hier gegeben. Konvergenzwürfel. Okay, interessant. Unten. So, dann gucken wir mal hier. Notrufsignal. Protokolle herunterladen. Sicherheitsalarm, oh nein. Das gefällt mir ja gar nicht. Will mich nicht mit denen anlegen. Na super. Ich wollte mir doch da eigentlich das Schiff angucken. Verbleibende, das sind beschädigte Wächter. Vielleicht können wir die ja sogar erledigen. Machen wir mal kurz. Der wird ja repariert. Ein Mist. Na weg. Ich hab doch schon einen zweiten angegriffen. Da hinten. Geht drauf. Super. Boah, ich treffe nicht. Hallo? Okay. Ich
Gut, so. Jetzt erstmal machen, glaube ich. Wir müssen unser Schiff rufen. Also Meilenstein erreicht. Nein, das wollen wir uns gerade nicht schauen. Ich muss nämlich das Schiff rufen. Dass ich mal einsteigen kann. Und sich mein Straßungslevel normalisieren kann. Können, glaube ich, noch die Sachen hier mitnehmen. Oh, sehe ich das gerade? Was hat sich gerade? Hat sich mein Strahlungslevel gerade normalisiert? Sehr interessant. Noch einer. Ein Wächter. Ich steig mal kurz ein. So, wir gucken jetzt erstmal, was wir hier haben. Also, wir haben irgendwie komisches Zeug bekommen. F-Punkt-Signal. Okay, wir haben Atlantideum bekommen. Das hatte ich schon im Raumschiff, oder? Nee, doch, ja. Was? So, wir haben bekommen, die können wir auch übertragen. Und dann ist das Raumschiff voll. Ja. Schönes größeres Raumschiff wäre nett. Frage ist jetzt auch noch übertragen. Ja. Was denn das ist? Zahnbesetzte Klumpen. Whatever. Übertragen? Nein. Gut. Nicht gut, aber so ist es. Gut. Warte mal, wir sind bei 17 Minuten. Das hier ein Schiff, was ich... Was ich nehmen könnte? Ist ein C-Klasse-Schiff. Nee, sorry, aber... Können Sie ja mal vergleichen, aber ich glaube... Okay, Schadenspotenzial ist besser, tatsächlich, aber Schildstärke geringer, Reichweite geringer, Manövrierfähigkeit geringer. Es ist ein Jäger, deswegen, ich habe einen Entdecker aktuell und das ist ein Jäger, aber vor allem, du gehst halt nochmal hin und musst das alles reparieren und das ist echt ein Haufen Zeug, ja, verlassen. Ja. Moment, ich meine, ich könnte es beanspruchen. Vergleichen. Schiff zur Sammlung hinzufügen. Das könnte ich machen. Es sieht eigentlich cool aus. Ich finde, vom Aussehen sieht es tatsächlich cool aus. Aber C-Klasse Schiff. Nee, danke. Okay, ich würde mal sagen, wenn es hier nichts weiter gibt... Dann ah, das ist noch. Na, hallo? Mann. Jetzt. Das kriege ich nicht. Okay, dann machen wir das jetzt mal mit dem Signal, oder? Quatsch, ich wollte gar nicht aussteigen. Na gut, einmal gespeichert ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Holen uns einmal die Treffpunkt-Signal. Signal aktivieren. Treffpunkt erreichen. Fliege zum Treffpunkt im Weltall. Okay. Ab nach oben. Ab in Weltall. Und gucken wir mal, wo der ist. Ob wir das jetzt noch fertig machen. Ja, das Schiff war leider... C-Klasse ist leider nicht so schön. Sonst, ich fand es vom Aussehen her cool. Und ich hätte es tatsächlich auch ausprobieren wollen. Aber kein C-Klasse. Also vom Aussehen her, das als A-Klasse oder S-Klasse wäre noch besser. Wäre sicherlich nett gewesen. Aber kein C-Klasse. Nie.
verfallener Frachter. Okay. Supi. Also, es gibt erstmal einen heftigen Kampf. Eins weg. Wo sind sie denn alle? Lauf einmal, ich muss euch kriegen. So. Wie waren das denn? Waren das drei? Waren das vier? Also mehr als drei. Der weg. Also mindestens einen haben wir noch. So. Gucken wir mal kurz. Aufgeladen, ja. Schild ist aufgeladen. Okay. Verwende den Raumschiffscanner, um das Navigationssignal anzupingen. Und mal wieder ein Meilenstein erreicht. Irgendwo war doch gerade hier dieser verfallene Frachter. Eingehende Nachricht. Okay. Dahin. Erstmal wollte ich gucken. Hier noch irgendwas? Kann man hier irgendwo landen oder irgendwas anschauen? Was holen? So, machen wir mal kurz einen Screenshot. So viel Zeit muss auch sein. Versagen hier. Danach darüber bewegen. Ja. Nicht landen. Hier reinfliegen, aber nicht landen. Oder eigentlich? Wow! War ich doch zu spät. Help! Wow! Okay. Nicht zu schnell da drum fliegen. So, aber machen wir jetzt noch. Komm hier, der Hallo? Ja, was ist das denn? Der Gamma-intensive Planet. Na super. Da wieder hin. Gucken wir nochmal. Ich will das jetzt wissen. Wir überziehen jetzt. Was heißt wir überziehen? Die Folgen sind ja ein bisschen länger. Aber ich will jetzt wissen, was hier noch kommt. Dann gab es hier einen Planeten, den will ich mir nochmal angucken. Das ist der interessant.
Stimme der Freiheit. Ungefähr was. Wetten, die ist hier? Ich muss nicht da drüben landen, um dann hier rüber zu laufen. Bäh. Die Wächter sehen mich nicht, Hoffe ich. Verschwinden von alleine wieder. Okay, was haben wir hier? Dieses Piratending. Ja. Immer der Freiheit. Aber vorher gucken wir einmal hier lang. Was wir hier finden können. Und dann kommen wir mal da rein. Starten. Was? Taufen abbauen, nehmen wir auch mit. Okay, und dann gucken wir einmal hier rein. Verwalter. Guten Tag. Okay. So. Sehen verbessert, okay. Hart, sehr schön. Und jetzt gucken wir mal die Stimme der Freiheit. Hm. Eintrittskarte in die Freiheit. Und was ist das jetzt? Aktiviere den Pass im Inventar. Was passiert dann? Navigationsdaten empfangen. Schon klar. Wo immer die dann sind. Wo habe ich denn geparkt? Okay. Ach da. Mal finden, wo ich geparkt habe, ja. Wo sind denn die Navigationsdaten? Hm. Und was mache ich damit? Und. Fragen über Fragen. Gut. So. Fliege ins All, um die Galaxiekarte aufzurufen. Also die sind wieder irgendwo anders. Bevor wir aber mit der Galaxiekarte irgendwo hinfliegen, wollte ich mir noch, glaube ich, einen Planeten gab es, den ich mir angucken wollte. Die Galaxiekarte und folge dem grünen Planet, genau der. Den wollte ich mir angucken.
Vielleicht ist der ja schön und ich baue da meine Basis. Grünend sieht zumindest ganz sinnvoll aus. Und der Wasser scheint, der scheint viel Wasser zu haben. Was so von hier aussieht. Es sei denn, das ist alles Land und Grün. Grünes Wasser geht jetzt noch einer. Nee, es ist nicht alles Wasser. Gut, nur Suborbitalflug ein. Vielleicht ist es gar kein Wasser, sondern alles nur Land. Wäre dann auch nicht so schön, weil ich will ja auch eine Unterwasserbasis. Sieht alles nach Land aus. Oder ist das hier vorne Wasser? Ne, das ist Wasser da vorne. Vermute ich jetzt mal. Wir gucken mal. Hey, Unterwasserbasis zu bauen, wenn es kein Wasser gibt, wird schwierig. Das ist aber zumindest nur ein bisschen Wasser. Hat irgendwie komische Farbe, das Ding. Okay, also es sah vom All aus so aus, als ob es ganz viel Wasser gibt. Hier gibt es jetzt ein bisschen Wasser. Bin ich es richtig sicher, aber gar nicht so viel. Das Wasser sieht hier gerade sehr grün aus. Wir landen mal und gucken mal. So. Oh, häufig, Frau Na, viel tödliche Luftfeuchtigkeitsaufbrüche. Das heißt, es wird einfach mal heiß. Sonst sieht die Temperatur gerade ganz okay aus. Wenn das Gras blau ist, daran müsste man sich gewöhnen. Wie viele Tiere es gibt? 9. 9 ist überschaubar. Okay, Leute. Was damit? Ich würde sagen, ich gucke mir den Planeten mal an. Es gibt Wasser, es gibt was auch immer das ist. Jagt der Kleine die Großen? Frisches Fleisch. Singt wunderschön. Ernsthaft? Das kleine Vieh jagt diese großen Teile? Das wäre sehr komisch. Okay. Ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mir den Planeten noch ein bisschen angucken. Weil so schnell kann ich die Entscheidung nicht treffen. Oh nein, jetzt. Okay. Jetzt gibt es wieder irgendwelche Piraten, die hier schießen. Das heißt, wir müssen mal schnell ein paar Piraten abschießen. Oder ein oder mehrere. Attack, wo ist der jetzt? Einer weg.
Okay. Das hat man durchaus, dass dann auf einmal Piraten angreifen. Scheint an den Systemen zu liegen. Vermute ich mal. Aber passiert durchaus. Okay, Leute, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich erkunde ein bisschen den Planeten. Und entweder ich baue hier oder ich baue hier nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber das werden wir dann sehen. Also, bis dann.